Seit ich denken kann, ist das Thema Feminismus von einer Person mit Beschlag belegt. Als ich 9 Jahre alt war, trat Alice Schwarzer mit einer Selbstbezichtigungskampagne gegen den Paragraphen 218 öffentlich in Erscheinung. Als ich 13 war, bezeichnete ihr Buch »Der kleine Unterschied und seine großen Folgen« die Penetration als Gewaltakt. Im selben Jahr, wir haben 1975, stritt sie mit Esther Villar im Fernsehen und bezeichnete die Tochter deutsch-jüdischer Immigranten vor laufender Kamera als Faschistin. Das brachte ihr den Durchbruch zur Berufsfeministin. Als sie 15 war, gründete sie Emma als Zentralorgan des Patriarchatsmythos. Ein Jahr später verklagte sie den Stern wegen sexistischer Titelgestaltung. Als ich 25 war, kämpfte sie um ein Anti-Porno-Gesetz. 6 Jahre später bezeichnete sie Helmut Newtons Aktfotografie als sexistisch, rassistisch und faschistoid. Spätestens da hätte ihr mal jemand in den Arm fallen können. Aber stattdessen ging es immer so weiter. Heute bin ich ein halbes Jahrhundert alt und wenn ich den Fernseher einschalte, behauptet immer noch ein und dieselbe Frau, meine Anliegen zu vertreten. Ich erwarte vom modernen Feminismus, dass er die Frauen nicht erziehen will, nicht zensieren will, ihnen nicht einreden will, was feministisch korrekt ist und was nicht korrekt ist. Der die Frauen so sein lässt, wie sie sind, nämlich widersprüchlich. Der anerkennt, dass Frauen gleichzeitig das Bedürfnis haben, Mütter zu sein, Sonderrechte für sich zu beanspruchen und gleichzeitig so wie Männer zu sein und Karriere zu machen, genauso viel Geld zu verdienen wie Männer. Beides muss der Feminismus abdecken.